Ja, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir eine Staples-Tierlist, was so die besten Staples sind, die man zurzeit spielen kann. Natürlich habe ich jetzt auch nicht jede einzelne Staple, die es gibt, hier reingepackt, ne? Ich gehe einfach nur ein bisschen auf die drauf ein, die relevant sind, meiner Meinung nach. Und wenn ich was vergessen habe, dann tut es mir leid. Aber wir fangen an. Wir gehen erstmal zu dem Deckverwüstungsvirus. Der ist zurzeit wirklich sehr, sehr big gegen Sprite, weil wenn der resolved, muss er alle seine Monster vom Spielfeld und von seiner Hand zerstören. Was sehr big ist, weil der zerstört alle Monster mit den ATK 1500 oder niedriger. Und die ganzen Sprite Main Deck Monster haben maximal 1400 meiner Meinung nach. Und da zwiebelt das schon ordentlich rein. Die dürfen dann nicht spielen, außer sie haben Starter auf der Hand. Wenn der dann noch geasht wird, dann ist das safe ein Turn Pass. Man muss halt auch First gehen dafür, ne? Und deswegen ist der für mich zurzeit auch nur eine Tier 2. Wenn es irgendwie eine Handtrap oder sowas wäre, dann wäre die hier oben, aber dann wäre die auch komplett busted. Da habe ich ja auch noch mit dem Dings mit reingenommen, Floodgate so ein paar. Skill Drain ist für mich ist Tier 1, weil das macht jedes Deck so ziemlich komplett am Arsch. Außer es ist halt wirklich ein Backrow-Deck, aber Sprite kann da drunter nicht spielen und die meisten anderen Decks auch nicht und deswegen ist Skill Drain einfach Tier 1. Also die Karte ist sehr, sehr broken. Dann Called by the Grave ist, denke ich, auch ungeschlagen. Tier 1, an der Spitze wahrscheinlich sogar schon. Kannst in jedem Deck spielen, ist gut gegen Handtraps, ist gut gegen Karten, die im Friedhof irgendwie interagieren, also Monster zumindest. Und die ist einfach so insane. Das muss Tier 1 sein. Und dann haben wir hier Droplet. Ich fand, Droplet war schon die ganze Zeit insane. Spiral kommt jetzt auch ein bisschen mehr ins Game. Spiral kann ganz gut eigentlich sogar mit Droplet dann plus gehen und auf an sich Going Second oder Going First ist Droplet halt immer noch eine sehr starke Karte und ich finde Droplet ist auch eine Tier 1 Stable, die man auf jeden Fall gecraftet haben sollte. Dann Antimagischer Duft ist zum Beispiel auch sehr big Going First, damit man keinen Dark Ruler abbekommt, dass man die dann in der Standby Phase aktiviert, kann der Gegner dann keinen Dark Ruler mehr aktivieren. Ist auf jeden Fall sehr strong, auch gegen Runic ist das Ganze wirklich sehr, sehr stark und ich finde das auch auf jeden Fall eine Tier 2 Floodgate. Ist jetzt nicht so krass, finde ich, wie Skill Drain, aber trotzdem eine nervige Karte. Ich meine, man settet die und wartet, bis man die dann aktivieren kann wieder in seinem Spielzug, aber gegen Sprite und sowas, wenn die resolve in der Standby-Phase, wird es ein bisschen ekelhaft, also zumindest wenn die mit Runic spielen. Crossout. Für mich auch Tier 1 auf jeden Fall, sieht man zu 99% in den meisten Decks. Manche spielen die nicht, ich benutze sie zum Beispiel als drittes Crossout. Die hat sehr viel Verwendungszweck, auch zum Beispiel in Mirror Matches oder sowas. Deswegen hier Tier 1. Dann finde ich zurzeit auch ein sehr starker Pick ist Cosmic Cyclone. Ist gut gegen Eldritch oder allgemein gegen Backrow Decks, weil die normalerweise mit Herr des himmlischen Gefängnisses spielen. Das heißt, Zwillingstwister ist hier nicht so gut oder sieht kaum Play, weil Runic kann protecten und die anderen Backrow-Decks können auch durch Zerstörung protecten, durch Banish nicht. Und deswegen habe ich hier auch nicht Zwillingswister mit reingenommen, sondern Cosmic Cyclone. Und der ist eigentlich in jedem Match gut. Also den kann man schon main-decken, ist jetzt nicht so bad, aber ich denke Tier 2 ist hier ganz gut. Dann, was zurzeit auch noch unheimlich stark ist, aber für mich jetzt, na, weiß ich nicht. Ich würde es mal an die Spitze zu Tier 2 packen. Evenly Matched ist unfassbar sick. Aber wenn ihr zum Beispiel Going Second gegen Sprite geht, die haben halt immer einen Zauber- und Fallen-Negate auf dem Spielfeld. Das heißt, Evenly Matched bringt da nicht so viel. Gegen Backrow-Decks ist das fast ein Free-Win, wenn die resolved. Und ich denke deswegen alleine, weil halt Sprite so viel rumrennt, wenn die das negieren, man muss es natürlich vorher baiten, aber wenn die es negieren, ist halt schwierig, ne? Deswegen packe ich es einfach mal auf Tier 2. Ich würde es irgendwo dazwischen sehen, aber ich denke, an der Spitze von Tier 2 ist das ganz gut. Dann haben wir noch Flederwich. Bei Flederwich weiß ich nicht. Wenn der resolved und wenn der Effekt was bringt durch das Zerstören, dann ist es eine 10 von 10. Aber wie gesagt, es gibt halt viele Protection-Mechaniken, wo Flederwich dann gar nichts bringt. Es gibt feierliches Urteil von den Backrow-Decks, wo protecten können. Herr des himmlischen Gefängnisses. Bei Sprite ist es dann halt wirklich die Carrot, wo negieren kann. Und es ist halt wirklich schwer, irgendwie
Flederwicht zu benutzen. Vor allen Dingen gibt es dann auch noch Hugin, meine ich. Ich komme mit den Namen durcheinander. Die dann auch noch protecten. Deswegen finde ich, ist zurzeit Flederwicht Tier 3. Da sollte man lieber Cosmic Cyclones nehmen, weil dann weiß man auch, okay, die Karte geht weg. Natürlich cleart Flederwicht nicht alles, aber dazu kann man dann halt auch einfach hier Evenly Match spielen. Und wenn die dann resolved, nimmt die dem Gegner mehr weg als der Flederwicht. Und deswegen finde ich das auch Flederwicht Tier 3 ist in Ordnung. Ist jetzt nicht so ultra krank, aber die ist auf gar keinen Fall schlecht. Dann habe ich hier auch noch ein anderes Floodgate, nämlich Gozen Match. Gozen Match auch gegen die meisten Decks relativ nervig. Punk hat, glaube ich, Erde, Licht und Darkness. Und man hat dann noch bei Sprite Feuer und Darkness, meine ich. Was noch dabei ist, weiß ich nicht. Aber Gozen Match tut den meisten Decks halt schon weh. Und ich finde auch halt, ist halt auch ein Tier 2 Floodgate, ne? Ich finde die ganzen Floodgates, die ich hier mit reingenommen habe, sind Tier 2, bis auf vielleicht, es kann nur einen geben, aber dazu kommen wir dann gleich. Überläufer, weiß ich nicht. Da sage ich euch, wie es ist, und das wird manchen wahrscheinlich nicht gefallen. Ich finde, Überläufer ist Trash. Man konnte die ganze Zeit Gedankenkontrolle auf 3 spielen, hat keiner gespielt. Jetzt kam Überläufer dazu, sieht fast immer noch keinen Play. Und Gedankenkontrolle macht jetzt auch nicht so viel weniger als hier Überläufer, außer dass man mit Überläufer noch angreifen kann. Dafür kann man Gedankenkontrolle 3-mal spielen und kann die Monster auch weglinken und so. Und es hat vorher kein Play gesehen, vielleicht in Zukunft. Aber ich finde, die ist zurzeit halt Müll. Dann Schwarzes Loch ist Tier 3. Ich finde, die ist an sich ganz okay, wenn man im Ibli-Lock ist. Ja, wenn der Gegner Ibli auf die Spielfeldseite gespecialt hat und man hat irgendwie keine Möglichkeit, die wegzubekommen, bietet sich Schwarzes Loch an, muss dann natürlich auch resolven, sieht mittlerweile mehr Play, aber ich finde halt, Schwarzes Loch ist nicht so krass, nur Monster zerstören und sowas, muss halt wie gesagt erstmal resolven, passiert in den wenigsten Fällen, wenn es resolved ist, ganz geil, selbe gilt auch für Raigeki, packe ich auch in Tier 3. Ich sag, bevor ich Raigeki spiele, spiele ich Schwarzes Loch. Erstens ist Schwarzes Loch einfach nur eine SR. Plus ich gewähre den Ibli-Lock los. Hat für mich mehr Funktionen als Raigeki. Und ja, wenn man Raigeki braucht, dann hat man wahrscheinlich eh keine Monster auf dem Spielfeld. Und aber dann kann man auch Schwarzes Loch spielen, ne? Dann hat es auch keinen Backdraw. Deswegen ist bei mir Schwarzes Loch einfach über Raigeki. Ich finde die Karten hier unten nicht so strong. Dann Rivalität der Kriegsherren. Weiß ich nicht, wie strong die zurzeit ist tatsächlich. Sieht man nicht so oft. Ich meine, die meisten Sprite-Karten sind Donner. Natürlich, wenn man dann noch mit Runic spielt und auch diesen anderen Normal-Summon-Monstern wie den Biber und sowas, dann scheppert die schon ordentlich rein, weil dann sind die gelockt in Beast oder was auch immer der Biber ist. Und ich finde aber trotzdem, weil halt wirklich die Kombination dann mit anderen Floodgates macht es halt ekelhaft und ich sag's mal so, alle Floodgates sind Tier 2. Bis auf Skill Drain, weil die absolut ekelhaft ist. Dann haben wir hier Dimensionsbarriere. War die ganze Zeit ganz geil, wo Schwertseele und Despia man fast nur noch gesehen hat, aber mittlerweile macht die nicht mehr so viel. Sprite geht meistens in Link, natürlich auch Xe. Ich finde es jetzt aber nicht so krass, den einfach nur die Xe wegzunehmen. Die können halt immer noch spielen, dann bauen die halt nur eine IP plus Carrot plus Red auf und so. Und das ist dann trotzdem immer noch genug, um an einen auf den Sack zu gehen. Und deswegen finde ich, ist zurzeit Dimensionsbarriere Tier 3. Es gibt halt auch viele Backrow-Decks, die man zurzeit sieht. Und da macht Dimensionsbarriere auch nichts, außer ein Brick sein. Aber immer noch besser als die anderen drei Karten hier. Dark Ruler ist zum Beispiel hier auch eine Tier 1 Karte. Ist gut gegen Sprite Going Second, weil da können die das auch nicht negieren mit Monster-Effekten. Das heißt, ihr Board ist lahmgelegt. Ihr könnt zwar dadurch nicht OTKen, aber ihr könnt ihnen das Board wegnehmen plus euren Follow-Up aufbauen, sodass sie gar nicht erst wieder zurück ins Spiel kommen. Und deswegen ist für mich Tier 1 Dark Ruler. Man kann auch das für andere Decks nehmen. Dark Ruler stoppt zum Beispiel auch D-Link, Dark Ruler stoppt Spiral, Sprite, so die ganzen, Dark Ruler stoppt halt einfach alles, was auf einem Monsterboard endet mit sehr vielen Negates,
Und deswegen ist sie halt auch zurzeit wirklich sehr oft gespielt und zu Recht Tier 1. Dann haben wir hier noch Ultimate Slayer. Ich finde, Ultimate Slayer ist keine Trash-Karte. Die Karte ist eigentlich ganz gut, aber es gibt halt wenig Decks, die halt gut benutzen können. Weil es gibt wirklich nicht so viele Decks, die sehr viele verschiedene Extra-Deck-Monster haben, damit man vollen Nutzen aus diesem oder aus dieser Karte nehmen kann, ja. Und es gibt halt natürlich sowas wie Drydron, die haben Synchro-Monster im Extra-Deck, teilweise auch Fusion, Exi, Link, also die haben halt wirklich alles und die können das gut benutzen, aber die meisten Decks, zum Beispiel wie Despia, können die halt nicht spielen, weil die halt fast nur oder nur Fusion im Extra-Deck haben. Adamancipator könnte die vielleicht noch spielen, aber die spielen meistens 60 Karten, das heißt, die sieht man eh nicht so. Und ich finde, die hat halt zurzeit wenig Play und ich packe die einfach mal hier auf Tier 3. Vielleicht ändert sich das noch, der eine wird wahrscheinlich auf die Karte schwören. Ich habe die bis jetzt gar nicht gesehen, aber die Animation auf jeden Fall ist eine 10 von 10. Lightning Storm, finde ich, ist zurzeit auch ein bisschen schlechter, weil halt auch wieder hier Zerstörung, die meisten Special und die Monster in Death. Und ich finde, Lightning Storm macht halt wirklich nicht so viel. Selbe gilt da auch natürlich für Zwillingstwister, den ich ja auch nicht mit reingenommen habe. Ich würde sagen, Lightning Storm ist zwischen Tier 2 und Tier 3. Ich finde, Lightning Storm macht halt nicht so viel. Vor allen Dingen, wenn ihr die dann zieht und ihr habt ein paar Karten auf dem Spielfeld, die offen sind, könnt ihr mit der Karte nichts anfangen. Gut, ist bei Evenly Matched teilweise auch so. Aber ich finde, Lightning Storm macht wesentlich weniger als Evenly. Und deswegen für mich Tier 3. Summon Limit gegen die meisten Combo-Decks einfach wahrscheinlich ein Instant-Kill. Vor allem, wenn ihr noch andere Karten unten liegen habt. Deswegen hier Tier 2. Ich denke, dazu muss ich jetzt auch nicht viel sagen. Super Poli. Bin ich auch in einem schwierigen Spot. War ganz geil gegen Despia, weil die meisten halt nur Finsternis sind. Und es sind halt auch Fusionsmonster, wo man dann in Dragos Dapelia gehen kann. Aber Sprite hat halt auch viele verschiedene Attribute, was das Ganze nicht so einfach macht. Vor allen Dingen halt auch mit den Background-Decks ist das halt nicht so einfach. Ich meine, Labyrinth müsste auch viel Finsternis haben, aber die müssen halt erstmal so viele Monster auf dem Spielfeld haben. Und ich finde, zurzeit ist Super Poli keine so geile Karte. Muss man dann halt mal gucken. Ich finde halt, zurzeit ist sie halt, wie gesagt, nicht so stark. Vielleicht ist sie auch zwischen Tier 2 und Tier 3. Aber ich habe die jetzt mittlerweile gar nicht mehr gesehen. Sieht halt kaum Play, wie gesagt. Und ja. Wir haben hier Talent. Talent ist auf jeden Fall auch nochmal hier eine Tier 1 Karte. Weil jeder spielt da rein. Jeder hat dann irgendwie Maxi oder sowas. Bei Sprite muss man sich dann auch nicht wirklich Gedanken machen, OTK zu werden, außer sie spielen halt den Sprite OTK, was nicht viele machen. Und da spielt halt, wie gesagt, wirklich jeder rein. Da könnt ihr dann nochmal zwei Karten ziehen. Ich sag's mal so. Ihr aktiviert Notfallteleport, der Gegner aktiviert einen Ash Blossom, zack, Talents. Also man kann halt wirklich mit sehr vielen Karten einfach eine Ash Blossom baiten oder halt ein Maxi und kann dann eine Karte von der Gegnerhand wegnehmen oder ein Monster vom Gegner nehmen, vielleicht dann OTK drücken, die so vielseitig, so gut zu aktivieren mittlerweile und deswegen für mich Tier 1. Und dann haben wir hier natürlich noch die nächste Tier 1 Karte. Es kann nur einen geben, die Karte zerstört einfach die meisten Decks. Also man darf halt nur noch verschiedene Typen kontrollieren, die meisten basieren halt wirklich nur auf einem Typen. Außer vielleicht halt Sprite Star Brigade oder sowas. Und ich finde es halt einfach insane in der Meta. Gegen Sprite ist halt auch ekelhaft, weil die halt die meisten Sprite-Monster, oder ich meine alle Sprite-Monster sind Donner. Und ja, da macht man dann halt auch wirklich nicht so viel, wenn man unter der ist. Ich finde halt Skill Drain und es kann nur eingeben, sind einfach die stärksten Floodgates, die man so spielen kann. Und ja, deswegen Tier 1. Dann haben wir noch eine letzte Karte, bei der bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich finde den Deckverwüstungsvirus besser als den Virus hier unten, wo Zauber- und Fallenkarten zerstört. Aber gegen Sprite Runic ist das halt wirklich auch sehr big. Oder halt auch gegen Labyrinth oder sowas. Man muss halt auch wieder erstmal Monster auf dem Spielfeld haben, um die zu resolven. Plus man sollte halt meistens First gehen, um die zu resolven. Damit man halt wirklich maximale Value rauskriegt. Und ja, ich finde, die ist ein bisschen schwächer als der Deckverwüstungsvirus.
Deswegen packe ich die auch mal auf der Spitze zu Tier 3. Ich denke, da gibt es einige Sachen, wo man diskutieren kann. Ich denke, einigen wird nicht schmecken, dass ich Überläufer ins Trash-Tier gepackt habe. Aber ich finde die Karte halt einfach nicht gut. Ist ein One-Off, wenn man vielleicht Platz frei hat. Aber da findet man immer irgendwas Besseres, sage ich, wie es ist. Und ja, ich denke, das ist eigentlich ganz in Ordnung so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.